Ah, Ärger im Paradies. Polizei war da, wir müssen wegfahren. Ich vermute mal, es liegt auch daran, dass sich vielleicht andere so ein bisschen daneben benehmen, weil die hier, unsere Nachbarn, die stehen komplett quer auf dem Parkplatz. Sie haben sogar ein Zelt aufgebaut. Und sie haben eine Waschmaschine dabei in dem Lieferauto. Das ist auch nicht so schwer, oder? Nee. So, bei uns geht es wieder los. Wir waren jetzt 3 Wochen in der Heimat. Und wir fahren jetzt Richtung Spanien. In 2 Wochen treffen wir uns mit Freunden bei Malaga. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir hinfahren. Entweder nach Frankreich oder erstmal durch die Schweiz. Ist noch nicht so ganz klar. Aber jetzt fahren wir erstmal einkaufen, weil wir noch so ein paar Vorräte mitnehmen wollen. So ein paar Produkte, die wir halt kennen und lieben von zu Hause. Und eigentlich der Hauptgrund, falls wir doch länger in der Schweiz sind, ist ja sehr teuer. Also von dem her haben wir uns gedacht, wir machen immer einen Großeinkauf. Genau. Genau. Also geht's jetzt los. Ja, jetzt müssen wir doch nochmal zurückfahren. Wir haben die Kühltasche vergessen. Und wenn wir dann in Frankreich oder in Spanien am Strand sind, ohne Kühltasche ist echt unpraktisch. Deswegen nochmal kurz nach Hause. Fängt schon mal gut an heute. Ja, aber bei der Menge an Sachen, die man einpacken muss, dann bleibt es nicht aus, dass man was vergisst. Weil es halt so schlimm, wir waren jetzt nur beim Einkaufen, machen wir noch einen Schlenker und dann geht's wirklich los. Kühle Getränke sind wieder gesichert. Sehr gut. Yay! So, wir sind jetzt doch in der Schweiz gelandet. Und jetzt haben wir hier so einen Parkplatz gefunden, war gar nicht so leicht. Und hier gibt es einen Bach und da gehen wir uns jetzt abkühlen, weil es ist ultra heiß gerade. 30 Grad und es ist schon 18 Uhr. Hoffentlich gibt es eine coole Badespiele. Ja, richtig geil, der Stellplatz wieder. Der Bach kristallklar und sehr kühl, was perfekt ist jetzt. Es ist ultra heiß, 31 Grad. Und nach der langen Fahrt tut es richtig, richtig gut. Ärger im Paradies. Polizei war da, wir müssen wegfahren. Ja. Ich vermute mal, es liegt auch daran, dass sich vielleicht andere so ein bisschen daneben benehmen, weil die hier, unsere Nachbarn, die stehen komplett quer auf dem Parkplatz. Und es ist halt einfach voll. Sie haben sogar ein Zelt aufgebaut. Ja, also es gibt mal wieder Leute, die es übertreiben und alle anderen müssen drunter leiden. Deswegen müssen wir jetzt weiterfahren, hilft jetzt leider nichts. Ja, juhu. Auf Stellplatzsuche. Aber muss ich sagen, so ein Sonnenuntergang schon geil, aber ich habe keinen Bock im Dunkeln jetzt irgendwo anzukommen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. So, jetzt haben wir doch einen Parkplatz gefunden. Wir sind jetzt einfach weitergefahren, halbe Stunde. Jetzt stehen wir hier an der Autobahnraststätte. Hier stehen noch andere Wohnmobile, aber hier ist noch ganz viel frei. Insofern hoffe ich, dass es hier keine Probleme gibt. Und so wie es ausschaut, reißen sich auch alle zusammen. Der Ort heißt Würenlos und wir nennen den Parkplatz jetzt hier einfach mal Würdelos. Würdelos. Also wir stehen zwar nicht, direkt neben der Straße, aber naja, ganz so ruhig wird es wahrscheinlich heute Nacht nicht werden. Schauen wir mal. Genau, ich glaube, man hört es im Hintergrund, aber ja, schauen wir mal. Das wird schon. Naja, da es jetzt schon spät ist, wir schlafen nur hier und dann fahren wir morgen früh gleich wieder weiter. Wir sind gerade in Lyon. Wir haben hier einen echt schönen Stellplatz mitten im Grünen gefunden.
dachten wir zumindest. Genau, hier geht es 100 Meter zu so einem Fluss, da kann man baden gehen, total ruhig. Bestes Netz, weil morgen ist ein Arbeitstag. Jetzt wollte man gerade noch mal kurz ins Wasser springen. Und was entdeckt die Selina da? Eingebrochene Scheiben, also Scherben von eingebrochenen Scheiben. Genau, Glasscherben von Sicherheitsglas. Und das ist ein Hinweis darauf, dass hier ganz oft Autos aufgebrochen werden. Ja. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal woanders hin. Und es ist schon wieder mal 9 Uhr abends. Ja. Läuft bei uns. Läuft bei uns. So, wir sind jetzt in aller Herrgottsfrüh zu so einem Tabakladen gefahren, denn hier gibt es einen Automaten von Free. Und bei diesem Automaten haben wir uns eine SIM-Karte geholt. Der Anbieter heißt Free. Das ist eine SIM-Karte mit 210 GB für einen Monat und die kostet 30 Euro. Davon sind 10 Euro Aktivierungsgebühr und ist prepaid. Richtig angenehm. Jetzt haben wir hoffentlich wieder gescheites Internet. Genau. Weil wir müssen ja auch noch gleich arbeiten. Genau, jetzt ist gleich Arbeit und deswegen. Und jetzt holen wir uns aber erstmal natürlich Croissants, weil wir sind in Frankreich. Ja, schönes Eclair oder sowas. Irgendwas Leckeres. So, nachdem wir gestern den Stellplatz verlassen mussten wegen den Glasscherben, haben wir jetzt einen neuen Stellplatz. Und das Coole ist, hier gibt es sogar Strom kostenlos. Haben uns hier angesteckt, haben einen Schattenparkplatz, richtig geil. Und jetzt können wir heute unseren Arbeitstag hier verbringen. Ich arbeite schon. Fleißig. Sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet. Wir stehen hier auf so einem freien Stellplatz, kostenlos, wo es Wasser und Strom umsonst gibt. Und jetzt haben sich hier so ein paar Leute breit gemacht. Die haben sogar eine Waschmaschine im Van. Und natürlich läuft das Abwasser einfach auf dem Boden. Scheißegal. Mich würde es interessieren, ob das immer so ist hier oder ob das jetzt nur in der Hauptsaison ist. Die Leute sind echt total verrückt, muss man echt sagen. Also es ist wirklich traurig. Also der Stellplatz von gestern und heute war ganz geil. Wir waren ja gestern in Lyon, da waren ja Glasscherben auf dem Boden und ein bisschen weitergefahren. Und genau, die Nacht war ganz gut. Wir haben heute den ganzen Tag hier gearbeitet. Und ja, auf einmal fängt hier so eine Invasion an von Wohnwägen. Und naja, grundsätzlich sind die alle cool und so. Aber die bauen hier auf vom anderen Stern. Die verlegen hier ganze Wasserleitungen, die verlegen Stromleitungen, zapfen Strom an, zapfen Wasser ab. Und sie haben eine Waschmaschine dabei in dem Lieferauto. Ja, die haben Waschmaschine. Genau, die haben, das ist echt interessant, weil das sind mehrere Familien offensichtlich. Das sind mittlerweile so mindestens 10 bis 15 Wohnanhänger. Ja, es ist auf jeden Fall echt seltsam. Verständigung ist auch wirklich schwierig mit Händen und Füßen und Google Translate und so weiter. Aber ja. Müssen wir mal gucken, morgen fahren. Also morgen werden wir weiterfahren, definitiv. Die haben uns gefühlt eingeparkt. Genau, die haben uns wirklich eingeparkt. Deswegen mal schauen, ob wir morgen hier überhaupt wegkommen. Aber das sehen wir dann. Es ist mega geil hier in Frankreich. Hier gibt es überall Ablassstationen, um sein Grauwasser abzulassen und auch Frischwasser. Und das nehmen wir natürlich sofort in Anspruch. Nicht so wie die anderen, die dann einfach das Waschmaschinenwasser einfach auf den Boden laufen lassen. Machen wir nicht, aber wir haben auch keine Waschmaschine dabei, deswegen. We'll be right back.
So, wir haben jetzt Lyon verlassen, diesen coolen Stellplatz. Es ist dann einfach zu stressig geworden und dort auch zu heiß. Überfüllt. Genau. Und wir wollen jetzt auch so langsam mal ans Meer. Direkt ans Meer wäre jetzt aber einfach viel zu weit gewesen. Und deswegen sind wir jetzt auf halber Strecke nach Bordeaux. Wir stehen geblieben an so einem See. Und hier kann man sich kostenlos hinstellen, offiziell. Es gibt sogar eine Entsorgungsstation. Wir stehen hier mitten im Wald. Da hinten ist eine kleine Bar. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Und jetzt stürzen wir uns noch in die Fluten. Gehen wir es jetzt ganz entspannt an. Denn hoch die Hände, Wochenende. Wochenende! Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich war heute Morgen schon unterwegs, habe ein paar Aufnahmen gemacht von diesem wunderschönen See im Morgennebel. Echt einmalig. Und jetzt habe ich ein bisschen am Video weitergearbeitet. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Sport. Jetzt muss ich mir hier einen stabilen Ast suchen, wo ich meine Ringe aufhängen kann. Idealerweise mit einer schönen Aussicht. Mal schauen. Da der Matze ja heute auch schon Sport gemacht hat und ich hier so ein bisschen im Gruppenzwang bin, gehe ich jetzt eine Runde laufen. Mal wieder ein bisschen Sport machen. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg heute Richtung Bordeaux. Wir waren jetzt 2 Nächte hier an dem See und standen eine Nacht auf einem Campingcar-Platz. Da durften wir frei stehen. Gab es 3 Plätze, aber halt nur für 24 Stunden offiziell. Und deswegen sind wir gestern noch die 2. Nacht eben direkt auf den Campingplatz. Der ist direkt nebenan. Können wir euch gerne dann einblenden. Der war nämlich richtig cool. Waren jetzt 15 Euro die Nacht für eben ja, uns beide und ein Camper. Und es ist halt echt günstig und vor allen Dingen die Lage, der See war halt mega. Es war echt sau wenig los und rundherum ziemlich cool. Überall gibt es Feuerstellen, Volleyballfeld sogar, Restaurant, Strandbar. Und so vom Feeling her, es hat uns so ein bisschen an Kanada erinnert, so wenn man an diesen Seen ist. Rundherum sind so ja echt fette Häuser eigentlich, so Ferienhäuser. War richtig schön und das kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn da mal jemand in Frankreich unterwegs ist. Wir waren jetzt deswegen natürlich super happy über den Platz, weil bisher hat man ja natürlich jetzt nicht so Glück mit den Stellplätzen. Uns war schon klar, dass das halt jetzt zur Hauptsaison schwieriger wird. Und deswegen waren wir da doppelt happy, dass das so gut geklappt hat die letzten 2 Nächte. Aber ja, vielleicht sagt ihr mal oder erzählt mal, was ihr mit eurem Camper so macht in der Hauptsaison. Irgendwelche Tipps oder wo ihr hinfahrt. Wäre auf jeden Fall vielleicht hilfreich für den einen oder anderen. Und ja, genau, jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Bordeaux, beziehungsweise eigentlich direkt ans Meer. Und ja, erkunden da mal so die Gegend. Wir haben die nächste Panne. Ja, Auto ist mal wieder im Arsch. Ich fahre hier auf den Kreisverkehr zu, will kuppeln, dann macht es einen Knall und ich drehe ins Leere, Kupplungspedal weg. Die hängt drin und kommt dann nicht mehr zurück. Genau, bin dann aus dem Kreisverkehr rausgerollt noch, kann natürlich auch Gänge jetzt nicht mehr schalten, logisch. Und unterm Fahrzeug läuft jetzt irgendeine Flüssigkeit raus. Keine Ahnung. 20 Minuten vorm Ziel, es ruft jemand an. Ja, nach dem ganzen Hotline-Hickhack
weil wir haben jetzt nach wie vor Garantie aufs Auto. Haben wir jetzt Fiat angerufen, war wieder hin und her und keine Ahnung, jetzt mussten wir digital irgendwas ausfüllen. Das geht dann wieder im Ausland nicht. Jetzt ruft uns dann demnächst einer zurück. In den nächsten Minuten schauen ja, wir mal. Ja, keine Ahnung. Aber nach dem letzten Erlebnis mit der Fiat-Pannenhilfe sind wir jetzt vorbereitet. Jetzt kennen wir uns gut aus, was wir machen und was wir lieber bleiben lassen sollten. Deswegen, ja. Es schaut total idyllisch aus, aber die Idylle ist weg. Wir stehen jetzt auf einem Lidl-Parkplatz. Der Abschlepper hat uns auf dem Lidl-Parkplatz abgestellt, denn die Werkstatt ist schon zu. Heute ist Samstag und am Montag werden wir wieder abgeholt. Richtig ärgerlich. Wir vermuten aktuell, es ist die Hydraulik von der Kupplung. Deswegen war auch schlagartig der Druck von der Kupplung weg. Aber wir wissen es nicht genau. Ich bin kein Fachmann, keine Ahnung. Selina weiß es auch nicht. Der Abschlepper hat nur eine Vermutung geäußert, aber das ist auch sehr vage. Wir hängen jetzt hier erstmal fest. Wie gesagt, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, es passiert nichts. Das heißt, wir werden morgen vermutlich zum Meer fahren mit dem Roller und mit dem Rad und uns da versuchen, einen möglichst schönen Tag zu machen. Denn wir müssen eigentlich Ende der Woche, also jetzt nächsten Sonntag, schon im Süden von Spanien sein. Wird spannend, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Das hier ist unser schöner neuer Campingplatz für die nächsten zwei Nächte. Tada! Ja, wir wollten jetzt noch mal ganz kurz was dazu sagen zu dem Video. Wir wollen jetzt hier auch nicht wie die richtigen Meckerliesen, wie die Allmanns rüberkommen. Weil wir halt uns nur am Beschweren waren. Aber ja, jeder macht es, wie er es macht, für sich. Und uns ist es halt eben jetzt besonders halt aufgefallen, eben einfach in diesen eineinhalb Wochen oder eigentlich eine Woche erst. Und uns geht es halt einfach darum, dass wir es halt einfach schade finden, ja, dass halt einfach irgendwann immer mehr verboten wird, immer mehr keine Freistehplätze mehr gibt. Und ja, das wollten wir halt eigentlich eher rüberbringen und nicht irgendwie nur die ganze Zeit an anderen Menschen rumnörgeln. Ja, genau, das soll auch kein Fingerpointing sein. Nee. Wir haben ja auch, ich habe auch versucht, alles in den Videos zu zensieren, also man sieht ja auch nicht, wer das ist. Aber das Problem an der Sache ist, wie schon gesagt, das verschlechtert die Gesamtsituation für alle. Ich meine, an dem Stellplatz war Wasser umsonst, Abwasser war umsonst und sogar Strom war kostenlos. Und wenn das dann manche Leute einfach schamlos ausnutzen, dann wird das der Sache nicht gerecht und auch noch die Umwelt verschmutzen. Das ist wirklich... Ja, das ist einfach schade, muss man einfach so sagen. Das macht die Situation für alle einfach schlechter und gibt auch ein völlig falsches Bild da, wie eigentlich die meisten Leute unterwegs sind mit dem Camper. Vor allen Dingen, ja, weil unser einer gibt sich halt voll die Mühe immer, alles fachgerecht, Müll entsorgen und so weiter und so fort. Deswegen ist halt dann immer schade oder ärgerlich, wenn man halt das bei anderen halt dann anders sieht. So. Genau, wir hatten das Video nämlich auch teilweise auf Instagram gepostet und da kamen ganz fragwürdige Kommentare, dass wir doch uns nicht überall beschweren sollen. Aber ich sag mal so, wenn man nichts zu den Sachen sagt und es einfach stehen lässt, dann wird sich auch gar nichts ändern. Und insofern das mal als Wort zum Sonntag. Ja, und somit bis hoffentlich zum nächsten Sonntag. Genau. Vielleicht will der Matze uns mal erklären, warum er so eine schicke Frisur hat. Dass meine Haare lang wachsen und damit die mir nicht down im Gesicht hängen, habe ich jetzt hier so ein schickes Band. Ja. Schaut richtig schick aus. Ich hab schon gesagt, irgendwie ein bisschen wie so ein Fußballer. Die haben auch immer so... Ich hab zwei linke Füße. Lustige Haarbänder. Nee, ich hab zwei linke Füße, ich bin kein Fußballer. Ja. Eishockey, aber Fußball, nee. Schaut auf jeden Fall richtig schick aus. Danke.